Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 138, 39, glaube. Und von Avorion. Wir sind bei der KI, die jetzt gerade da ruht, sich ausruht, bis das Dingens wieder geht. Und wir müssen schauen, dass wir das vorher jetzt dann mal in Angriff nehmen, dass wir die kaputt kriegen. Da oben ist auch noch ein Briefumschlag, den sollten wir als nächstes erstmal lesen. Gerade ist ja ein bisschen Ruhe. Ich sag mal, nach dem Intro gucken wir uns den Briefumschlag als erstes an. So, dann schauen wir mal da gerade den Briefumschlag an. Hätte ich vielleicht sofort machen sollen. Kriegserklärung, das ist eine Kriegserklärung. Der Absender dieser Erklärung und Asreiter befinden sich nun offiziell im offenen Krieg miteinander. Okay, alles klar, das war jetzt nichts Wichtiges. In Anführungsstrichen soll er das doch tun, weil wir werden ihm auch einheizen. Okay, das bedeutet, wir haben den Schuldschild wieder oben. Unsere Energie ist angeschlagen irgendwie. Lädt aber, nicht dolle, aber lädt. Und ich sag mal, was wir jetzt nicht tun, das werden wir auch nicht schaffen. Ja, ich kann jetzt diese Folge erst, nach dieser Folge sozusagen erst die Kommentare der letzten lesen. Die fließen also nicht ein, was ihr in der letzten Folge drunter geschrieben habt. Das kann ich erst in der nächsten Folge machen. Und ich hoffe, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Also wir entladen jetzt gerade fürchterlich, weil ich den Antrieb da habe, ja. Vielleicht fliegen wir nur langsam drauf zu. Und die kommt ja von selber, die KI, ne? Jetzt müssen wir natürlich die KI erstmal den Schutzschild wieder runterziehen, ne? Ich hoffe, dass wir es diesmal ein bisschen besser kriegen, weil die nicht mehr so groß ist. Okay. Sie hat sich wieder geteilt. Ich weiß nicht, wo sie jetzt gerade ist. Das da? Ich glaube, das da, ne? Ne, hier ist sie irgendwie. Jetzt ist sie hier. Ich glaube, das ist ihr Kern. Na, jetzt ist das der Kern. Und jetzt müssen wir langsam überlegen. Ja, wir ziehen mal ein Stück raus. Und müssen dann überlegen. Dass wir hier jetzt diese einzeln kaputt machen, oder was? Nein, die KI muss ja noch irgendwo sein. Ist sie das? Wo ist die KI? Ich habe sie irgendwo markiert. Und da ist es alles noch die KI. Könnte sein, ne? Ne, das ist er hier, glaube ich. Das ist der Kern. Oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Schwierig zu beurteilen gerade, was KI ist und was nicht. Auf jeden Fall gibt es hier ordentliche Teile zu sammeln. Jetzt ist der bei mir reingerammt hinten, oder? Kann das sein? Okay, den haben wir auch. Wir können jetzt hier erstmal die Teile alle einsammeln. Wer schießt jetzt noch? Der da. Ne, der.
Tja, dauert eine Weile, ne? Da ist ein Roter, den will ich auf jeden Fall erstmal einsammeln. Bevor die alle verschwinden oder so. Der hat sich auch wieder geteilt, ne? Ist da was zu holen? Nicht so wirklich, ne? Wir müssen drehen. Okay. Das ist ein langes Unterfangen, das jetzt hier kaputt zu schießen, ne? Okay, wieder geteilt. Der war zu weit weg, stand aber nur für gewisse Waffen wahrscheinlich. Ist hier irgendwas Schickes? Nicht wirklich, ne? Nur da vorne ist einer. Aber das ist so ein Billigteil. So, da ist wieder was. Das ist auch kaputt. Na, da war jetzt nichts drin. Jetzt sind hier noch ein paar Sachen, die wollen wir mal gerade noch einsammeln. Grün und blau. Die machen gerade unseren Schutzschild ziemlich kaputt. Dann müssen wir erst weg. Hat keinen Sinn. Einmal weg. Ja, das wird noch länger dauern, bis wir da fertig sind. Ist die Frage, wo fängst du an, wo hörst du auf, ne? Steht das alles? Ich glaube, da steht alles, oder? Ja. Jetzt generieren wir gerade wieder unseren Schild. Ich glaube, die KI macht nichts mehr mit Schild generieren. Das Hauptkern ist so klein, dass da oben nichts mehr passiert, glaube ich. Wir müssen nur noch diese Masse hier loswerden. Ich glaube, der bewegt sich jetzt wieder auf uns zu hier, den ich anvisiert habe. Ist ja auch gut so. Kommen die auch? Die kommen auch. Dann machen wir den Haufen gleich fertig. Die großen Reichweiten, gehen die da hin? Jo. Das ist die eine Waffe, die das kann, ne? Wenn wir treffen, ist das Ding kaputt. Aber aus der Entfernung jetzt zu treffen, ist natürlich schwieriger, ne? Dein Schiff im Sektor wird angegriffen. Ja, da kann ich jetzt schlecht helfen, ne? Oder wie ist das? Mein Schiff im Sektor wird angegriffen. Wo ist das? 419. Jetzt zeige ich, habe ich hier keine Anzeige mit 419. Welches Schiff ist das? Ich werde das Schiff verlieren, weil ich jetzt hier in diesem Kampf bin, oder was? 278. Ist das weiter außerhalb, ne, oder? 419. Wer ist das? Spring doch mal weg. Hat schon keine Sprungreichweite mehr, oder was?
shit. Da bin ich jetzt da. Nein, ich möchte auf das Schiff. Lady 2, spring mal weg. Jetzt ist sie weggesprungen. Ja, das war da. Ein Schiff von Asreiter, drei Schiffe von die Zotan. Spring doch mal dahin, oder? Nee. Wir müssten mal hier hinspringen. Aber das geht noch nicht. Komm mal, mach mal. Spring mal darüber. Würdest du jetzt mal dich beeilen, Schiff? Wir können natürlich mit der Shift-Taste auch weiterarbeiten, oder? An der Sektorseite dieses Schiffes. Oh, das kann jetzt nicht sein, oder? Lady, springt dahin und dann bitte dahin. So. Jetzt gehe ich hier aus der Karte raus, weil irgendwer beschießt mich, ja? Aber das werden wir jetzt hier mal kurz ändern. Und wir weiter schießen. Okay. Wir sind natürlich jetzt alle näher gerückt, ne? Unser Schutzschild ist gleich hin. Das heißt, wir müssen jetzt mal hier weg. Funktioniert so nicht. Das rote Teil will ich auf jeden Fall mitnehmen. Und jetzt müssen wir ja gerade, weil wir gerade einstecken, wieder mal wegfliegen, damit wir uns wieder regenerieren. Oh Mann. Na, falsche Taste gedrückt, wa? Ich könnte jetzt wegspringen, ne? Das geht. Mittlerweile ist der Cooldown da weg, also die Sperre. Aber ich hätte sogar ein Hyperraumziel. Sehr schön. Ja, 85 ist dann doch zu weit, ne? Dieser ist dann nicht so weit. Trifft er auf der Entfernung? Ne, ich glaube, so weit war die Reichweite dann doch nicht, ne? Ich glaube, 20 würde gehen, ne? Also hier muss er ja eintreffen, ne, in dem Pulk. Zack. Zack. Da hat noch einer getroffen. Wir nehmen erstmal den hier am Rand. Ja. Wir müssen näher ran. Wir haben auch schon wieder gut Schutzschild aufgebaut in der Zeit. Die anderen da oben, die waren wohl alle näher, ne? Irgendwie hat er den hier gerade nicht getroffen, ne? Ey, ist das das Hauptschiff? Nee, ne? Schild ist jetzt down. Ja, wir sind wieder
zu nah da dran, dass was ordentlich passieren kann. Die Panzerung ist auch noch da, so ist nicht, ne? Ich fliege mal gerade weg, das hat so keinen Sinn. Ja, ich glaube, mit der KI hat man ordentlich zu tun. Und ich denke mal, dass wir hier erst wieder einen Cut machen. Und es wird auch in dieser Folge nicht so sein, was ich am Anfang angekündigt habe. Die nehme ich gleich im Anschluss auch wieder auf. Das heißt, nach der KI wird es, wenn ich die beschlagen habe, dann werde ich wahrscheinlich erst wieder auf Kommentare antworten können. Aber naja, irgendwie kriegen wir das schon hin, ne? Ich sag mal, bis gleich, ne? Beziehungsweise, bis gleich nicht, sondern vielen lieben Dank, dass ihr zuschaut und danke für eure Kommentare und danke für eure Unterstützung hier. Ich sehe zu, dass ich das irgendwie hinkriege und solche Sachen als erstes nehme oder den da oben, den einzelnen, dass ich die erstmal jetzt angreife. Okay, wie gesagt, Standardantwort kennt ihr ja, machen wir jetzt mal nicht und bis zur nächsten Folge. Ciao!